Zwei Schriftsteller, ein Buch. Ein ungewöhnliches Unterfangen. Sibyl Levitscharow und Najam Bali haben es unternommen. Ihr Stoff nichts weniger als die Bibel und der Koran. Bei ihren Streifzügen entdecken sie Figuren wie Abraham, Eva, Maria oder Jesus. Sie kommen in Bibel und Koran vor. Was ist gleich? Wo liegen die Unterschiede? Warum sollten wir diese Geschichten heute noch lesen? Frau Levitscharow, Najam Bali, herzlich willkommen in der Sternstunde Religion, hier in einem Studio in Berlin, wo Sie ja beide zu Hause sind. Frau Levitscharow, die Idee zu diesen Streifzügen durch Bibel und Koran hat Najam Bali gehabt. Was hat Sie dann inspiriert und motiviert, damit zu machen? Also ganz einfach, ich fand den Kerle sympathisch. Ja, das ist ja schon mal eine Hauptvoraussetzung. Und wir haben uns an einem Abend lang sehr gut unterhalten, das war sehr witzig. Und gut, dann hat er mir dann den Vorschlag dann unterbreitet etwas später. Und dann habe ich erst mal sehr schnell Ja gesagt, aber war nicht, ich hätte es einen Rückzieher gemacht, wenn ich hatte noch kein Buch von ihm gelesen, habe das dann getan. Und dann fand ich Den Engel des Südens einen hervorragenden Roman. Und da dachte ich vollen Herzens, das mache ich mit ihm. Und den Koran hatten Sie vorher schon gelesen? Ja, aber vor langer Zeit. Najam Bali, was war bei Ihnen der Impetus? Wo ist ja, die Idee entstanden? Ich meine, ich trug diese Idee seit lange bei mir, über vielleicht 15, 20 Jahren, dass ich so ein Buch über diese Geschichten mache, weil ich festgestellt habe, seitdem ich auch in Deutschland oder mich auch durch verschiedene Länder bewege, an sich die Leute streiten über Religion, über Kultur etc., wobei alle nicht wissen, dass sie die gleichen Geschichten von Propheten haben. Ich meine die berühmten Propheten, die wir kennen. Und meine Lebensgefährtin hat mir gesagt, dieses Buch schreibst du nie allein. Du suchst eine Person, mit der du schreibst, weil ansonsten wird monoton. Und da an einem Abend, war in einem Literaturfestival, Nebelungfestspiele, haben wir uns getroffen. Zufälligerweise kannten wir uns nicht. Ich, Gegenteil zu Sibylle, ich kannte ihre Bücher. Ich mag ihre Bücher, ich mag ihre Literatur. Sie hat Humor auch. Und ich war bei vielem Wein, sie war bei vielem Wasser und saß neben mir. Habe ich ihr gesagt, Frau Levitscharow, ich weiß, mit wem ich dieses Buch schreibe. Sie sagte, welches Buch? Und da habe ich gesagt, so und so, sagte, okay, das werden wir sehen. Das ist daraus geworden? Ja, das ist daraus geworden. Diese Streifzüge. Mich würde, bevor wir jetzt eintauchen und einzelne Figuren anschauen, noch kurz interessieren, welches die Brille ist oder welches die Feder ist, mit der Sie geschrieben haben. Frau Levitscharow, Sie sind ja Schriftstellerin. Sie haben einen Hintergrund Religionswissenschaften studiert und sind, ich sag mal, in einem christlichen Kontext evangelisch aufgewachsen. Mit welcher Feder haben Sie hier geschrieben? Naja, also wirklich religionshörig in gewisser Weise. Also sagen wir, mich haben diese Geschichten immer fasziniert und es war für mich eine wunderbare Möglichkeit, noch einmal aus anderer Perspektive, auch mit seinen Augen, den Koran noch einmal anders zu studieren oder zu lesen. Ganz einfach, studieren ist zu viel gesagt. Ja. Und das hat mich einfach interessiert, zumal ja nun der Koran in den letzten Jahren nun unglaublich an Bedeutung gewonnen hat und mich auch das gestört hat, dass so viele sich zu Wort melden, die da gar keine Ahnung davon haben und worum es da überhaupt gehen könnte. Also insofern fand ich das, was wir da oder was Najam Bali da vorgeschlagen hat, eigentlich auch eine ganz gute Form der Aufklärungsabsicht, wenn auch mit literarischem Hintergrund. Und das hat mich doch fasziniert. Ich halte es auch für wichtig. Auch mit einer gewissen Freiheit literarisch. Ja, natürlich. Najam Bali, Sie haben Germanistik studiert, sind auch Schriftsteller. Sie sind im Irak aufgewachsen, 1980 dann nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie es angegangen? Also ich bin rangegangen als Literat. Also ich habe die als Geschichten betrachtet, als, sagen wir mal, wie man in Germanistik Literatur studiert oder Literaturwissenschaft studiert. Und diese Prophetengeschichten, die auch in meiner Umgebung, in einer muslimischen Umgebung bin ich aufgewachsen, aber in einer Zeit war ich aufgewachsen, wo die Religion nicht wie heute politisch ist. Es war ein Volksislam. Also das heißt, jeder betet für sich, aber kein Zwang auf die anderen.
Und durch diese Freizügigkeit kam es zu diesen Geschichten als Geschichten, weil die Großmutter hat auch diese Geschichten erzählt, der Großvater hat die Geschichten erzählt, natürlich mit sie haben was dazu erzählt, nicht aus dem Koran direkt, sondern haben sie die Geschichten anders ausgelegt auch. Und dann später, ich habe die als literarische Texte betrachtet. Mhm. So war ich auch frei, in dem Sinne frei von Religion, von gläubig. Ich bin auch kein Gläubiger, deshalb bin ich an den Geschichten ganz frei. Ist auch interessant, ja. Nur einfach, dass wir verstehen und das Publikum versteht, mit welcher Intention und mit welchen Voraussetzungen Sie dahinter gegangen sind. Legen wir los. Also wir haben hier eine Darstellung Mohammed und schon einige der Figuren versammelt. Sie haben es angedeutet. Wir sehen Abraham, wir sehen auch Jesus in der Darstellung und wohl Moses. Fangen wir mal mit der Abraham-Figur an. Es heißt immer, der Abraham wäre der Stammvater von Judentum, Christentum und Islam. Inwiefern Stammvater? Na, das ist er tatsächlich für alle drei Religionen, weil er ist ja in der jüdischen Bibel zunächst mal tritt er als erster auf. Dann hat er zwei Söhne. Und der eine Sohn wird ja nachher der Begründer des Islam, der kommt ja dann auf diese ganz andere neue Religion zu, wandert er zu. Und die Christen beziehen sich selbstverständlich auch auf diese Geschichte. Das ist ja eine grundlegende Geschichte der Bibel, von der alles sehr viel abzweigt. Ja. Also insofern ist es klar, dass alle drei Religionen daran schmausen, wenn man so will. Ja. Also Stammfigur, weil das so stand in dem Alten Testament. Also weil die Judentum als älteste Religion, natürlich hat die Figur Abraham zuerst und dann kamen die anderen Religionen, haben, kann man das sagen, ausgelegt oder abgeschrieben oder Plagiat, kann man erzählen, wie man es will. Das ist eine interessante Figur, weil er konnte alle diese drei Religionen einigen, indem er an einen Gott geglaubt hat. Also er hat nicht an Götter geglaubt, da sind die drei Religionen jetzt einig. Abraham war der Erste, der nur für einen Gott gebetet hat. Also der sogenannte Monotheismus. Monotheismus. Und deshalb akzeptieren sie ihn. Und später natürlich jede Religion versucht, die Geschichte anders zu interpretieren. Damit die Religion sagt, das ist meine Spezialität. Deshalb, also im Alten, bei Judentum, bei Christen, ist er opfert seinen älteren Sohn, der Ishak. Genau, ich möchte auch gleich damit beginnen, es ist eine verstörende Geschichte, aber vielleicht an einem Beispiel mal zu zeigen. Wir haben hier auch eine Darstellung, das ist eine flämische Malerei aus dem 17. Jahrhundert. Eben, es zeigt die sogenannte Bindung, also die geplante Opferung. Abraham hat die beiden Söhne, also Ismael, wo dann die Linie eben in den Islam geht und Isaac, seinen, sag mal, Sohn von der Sarah, den er jetzt opfern soll. Wie haben Sie diese Geschichte in der Bibel gelesen, Frau Levitschalow? Na, zunächst einmal habe ich sie gelesen, wie sie landläufig gelesen wird, dass also die Abraham tatsächlich willig war, den Sohn zu opfern und dass er durch diesen großartigen Gottesgehorsam auch zu dem Stammvater hat werden können, als der er nachher erhöht wurde. Mhm. Aber in späteren Jahren habe ich eben jüdische Auslegungen zur Kenntnis genommen, die ganz interessant sind, weil sie davon absehen. Die sehen eigentlich, das ist eine untergeordnete Linie auch der jüdischen Auslegung, das muss man schon sagen, aber sie ist stark. Mich hat daran interessiert, die sagen, nein, Abraham ist einer teuflischen Insinuation zum Opfer gefallen. Niemals würde Gott den Befehl geben, dass man den Stammhalter und den wichtigen Sohn schlachtet. Ja, spannend. Und das ist spannend, finde ich. Also sofort hat mich die Geschichte dann späterhin noch mal ganz neu interessiert. Mhm. Im Koran? Wie wird die Geschichte im Koran erzählt? Nicht anders wird erzählt. Erstmal Ismael sollte geopfert werden, nicht Ishak. Und aber Ishak kommt vor auch, also dann der Sohn von Hagar. Ich muss es noch nachtragen, vielleicht ist nicht für alle ganz klar, der wollte eigentlich gerne ein Kind haben, der Abraham hat aber lange keins bekommen. Und von seiner Frau Sarah, also nicht, hat dann von seiner Magd, also mit einem von seiner Frau,
Sie schickt ihn dann zur Hagar und von ihr bekommt er dann Ismael. Ja, er hat sie als Geschenk gekriegt. Im Alten Testament hat sie von dem Pharaon als Geschenk wird gekriegt. Wird wieder erwarten, Sarah eben auch. Ja, und da kommt die Eifersucht zwischen den beiden Frauen. Deshalb kommt hier im Islam, sagt man, Ismael wird geopfert. Und dann kommt von Gott ein Widder oder Lamm als Ersatz. Also ich habe diese Geschichte nicht nur gelesen, ich habe mit dieser Geschichte gelebt, weil dieses Foto, an das Foto, hängt bei uns im Wohnzimmer, immer zu Hause. Als Kind, so als bald ich die Welt erkannt habe, da habe ich dieses Bild gesehen. Was wurde Ihnen denn erklärt? Ja, was soll deshalb sage ich. Hm? Also wenn ich Großvater oder Vater gefragt habe, dann haben sie gesagt, ja, das ist, sie haben auf der Gehorsamkeit des Sohnes, also wie der Sohn dem Vater unterlegen soll, als Gehorsamkeit, nicht auf dem Fall von Opferung, also betont, sondern eher, weil Ismael, also auch sowohl auch Ishak, sie haben das zugebilligt, dass sie geopfert werden. Mhm. Also Abraham hat sie gefragt, so bei, für Ismael im Koran, sein Vater hat ihm gefragt, Gott will von mir ein Opfer. Und Ismael sagt, ja, das mache ich. Das ist ein Unterschied zur Bibel, natürlich, oder? Natürlich. Aber ja, weil in der Bibel zieht er ja los, der Vater, ohne dem Sohn zu sagen, auch der Frau, was er jetzt vorhat. Ja, deshalb sagte ich, jede Religion muss anders auslegen. Aber in einem Punkt für mich sind die drei Religionen sind, einig. In dem Fall, einen Sündenbock zu finden. Also bis heute haben wir dieses Fall. Und da gibt es also viele Interpretationen. Es muss geopfert werden für Gott. Also wir haben auch sogar eine Geschichte, die jetzt vor letzter Woche, die lief im Irak, diese Prozession für Hussein, Imam Hussein, für die Schiiten ist er sehr heilig. Und in der Prozession soll jemand, ein Vater, seinen Sohn geopfert hat für Hussein. Das ist wahnsinnig. Das haben wir nie in Geschichte, in der Geschichte des Landes gehabt. Aber wie weit jetzt man mit dieser Opferungsgeschichte weitergeht. Also ich habe ja einen christlichen Hintergrund, ich komme aus der Theologie und mich hat diese Geschichte immer zutiefst genervt, weil ich mir einfach diesen schlechten Gott, der sowas verlangen soll von einem Vater, konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich war in dieser Minute dann, wo ich eben eine jüdische Interpretation von, ich weiß nicht mehr welchem Schriftsteller gelesen habe, war ich einfach dann versöhnt, weil der sagt, es geht in der Geschichte um den religiösen Wahn. Dieser Abraham unterliegt einem religiösen Wahn. Der meint im Ernst, Gott würde das von ihm verlangen. Aber es zeigt die Geschichte, wo Leute, die überdreht religiös sind, am Ende landen. Naja, und auch, dass natürlich jetzt noch einmal, egal wie man die Geschichte interpretiert, ob man Wert legt auf den Gottesgehorsam Abrahams oder sagt, es ist eine demiurgische Einflüsterung, also es ist nur... Entscheidend ist aber trotz allem, dass das Opfer nicht stattfindet. Das ist, und damit ist ja trotz allem, egal wie man es interpretiert, zunächst mal gesagt, ein Menschenopfer darf nicht stattfinden. Das ist eine Riesengeschichte, besonders innerhalb dieser altorientalischen Welt, wo Menschenopfer ja noch ziemlich gang und gäbe waren rundherum. Also insofern ist es eine dramatische Geschichte, sagen wir mal, man kann auch sagen, der Zivilisierung der Menschheit, zumindest in dieser Region. Also das geht jetzt nicht mehr so einfach, ja. Aber ich habe gehört, es gibt auch eine in der islamischen Überlieferung, also nicht im Koran, sondern in der islamischen Überlieferung, die Meinung oder die Überlieferung, dass eben Abraham, damit er endlich einen Nachkommen bekommt, gesagt hätte, dafür gelobe ich dir zu opfern, was mir in dieser Welt am liebsten ist. Und jetzt, er hat sozusagen zu viel versprochen, muss er auch das praktisch einlösen. Das sei eine Warnung, sozusagen nicht etwas zu versprechen, was man nicht einhalten könne. Ja, das ist, ja, es ist auch ein Teil. Die haben Sie uns unterschlagen, diese Interpretation. Ja, das ist, für mich ist das nicht wichtig, diese Interpretation. Okay. Ja, weil allein, also wem opfert man beide? Also Ismail oder, weil Ismail kam nach Ishak. Er hätte auch mit Ishak, in diesem Fall hätte er mit Ishak anfangen sollen, mit dem Opferung. Dann war die Geschichte, mit, wenn er, es geht um sein Versprechen einzuhalten, dann hätte Abraham mit Ishak in der Tat anfangen sollen, weil er hat Sohn schon Ishak bekommen. Ne? Aber deshalb habe ich diese Geschichte, wir haben viele Details auch nicht im Buch erzählt.
Also wir haben die wichtigsten Details rausgenommen. Aber Sie haben ja erwähnt, Sie wären Atheist, oder? Wie können Sie denn, Sie haben das als Kind offenbar, diese Darstellung dann oft gesehen, können Sie der Geschichte heute noch etwas abgewinnen? Die Geschichte ist eine Geschichte. Alle Geschichten, die erzählt werden, für mich wahr, solange sie erzählt werden, weil die Menschen sie wahrnehmen. Und es gibt Menschen, die praktizieren sogar. Ich werde auch sogar mal, wenn wir auf Opferung weitergehen, ich werde eine provozierende These hier vorlegen. Also Jesus Christus Opferung von sich selbst allein ist der Höhepunkt von dieser Opferung. Der ist der Sohn Gottes und er macht das freiwillig, geht er am Kreuz und lässt sich selber einkreuzen. An sich ist die höchste Stufe von dieser Opferung. Also Sie lesen das dann in dieser Linie sozusagen weiter bei Jesus von Nazareth. Ja. Gut, dazu muss ich sagen, es gibt ungefähr 13 Interpretationen schon im Neuen Testament, wie der Tod von Jesus interpretiert wird. Und ich halte von dieser sakrifiziellen gar nichts. Aber gut, vielleicht kommen wir noch dazu. Okay, im Islam auch nicht. Die Muslime, wissen Sie das? Im Koran steht, Jesus wird nicht gekreuzt. Genau. Ja, das hier im Gegenteil, der Judas. Das gefällt mir sehr. Es ist allerdings auch irritierend, weil der Tod Jesu am Kreuz ist eigentlich die einzige Geschichte, die ja historisch wirklich außerbiblisch belegt ist, oder? Aber wie gesagt, ich wollte nur eine Sache sagen. Für mich ist nicht wichtig, ob jetzt diese Geschichten real waren oder nicht. Weil es gibt auch keine Beweise, dass Abraham gab. Gut, das haben Sie offengelegt am Anfang, wie Sie an das Projekt herangegangen sind. Mich hat einfach noch interessiert, Koran, wann denn dieses Stichwort, dieses Buch bei uns so ins Bewusstsein gekommen ist. Bin mal bei uns ins Archiv gegangen beim Fernsehen, habe festgestellt, wirklich Koran gibt es das erste Mal im Jahr 1991. Sie sehen gleich, warum. Der Koran. Entstanden ist er im 7. Jahrhundert. Damals brachte Mohammed nach einer Offenbarung die Weisungen Gottes zu Papier. Knapp 1 Milliarde Moslems leben seither danach. Seit vergangenem Herbst wird bei uns der Koran vermehrt verkauft und auch andere Bücher. Das sind in erster Linie eigentlich Bücher dann auch über die islamische Welt, also die Religion die islamische, der Koran beispielsweise. Und seit Januar verstärkt dann Bücher zum aktuellen Konflikt. Ich möchte da erwähnen das Buch von Arnold Hottinger, dann dasjenige von Joel Arthur, Schwert des Islam, und Öl ins Feuer von Timmermann. Auch in Zürichs Moschee hat man festgestellt, dass das Interesse am Koran steigt. Fragt sich nur, ob es genügt, ohne Schulung den Koran zu lesen, um die islamische Denkweise und Mentalität besser zu verstehen. Wir sind sicher, wenn man Koran liest, könnte man diese Missverständnisse schon entfernen. Das Problem ist, extra in Europa, die Leute, die wissen, mehrere Leute, die wissen nichts über Islam und Koran, die haben nur von ungelehrten Leuten über Islam gehört oder gelernt. Bleibt nur zu hoffen, dass durch die Lektüre des Korans tatsächlich einige Missverständnisse beseitigt und nicht neue geschaffen werden. Ja, Missverständnisse beseitigen, war das auch das Anliegen Ihres Projektes? Ich würde sagen, auf jeden Fall Entspannungsbemühungen in jeder Hinsicht. Also einfach eine jetzt nicht ascharniert religiös gestimmte Wissensvermittlung, sondern eine, die ein bisschen anders daherkommt, die sowohl auf die Schönheiten des Korans Rücksicht nimmt, das ja wirklich auch eine wunderbare poetische Schrift ist, als auch auf die schlagkräftigen Geschichten der Bibel, die meines Erachtens gehören diese Bücher doch zu einem wichtigen Erbe der westlich auch orientierten Menschheit bis hinein in orientalische Länder. Und darüber nur gar nichts zu wissen, ist meines Erachtens einfach deplorabel. Vielleicht darf ich eine winzige Sache nur anmerken. Meine Begegnung mit dem Koran war recht früh. Ich habe nämlich mal, also da war ich 22, im Museum von Dahlem bei einer Ausstellung mitgearbeitet über islamische Kunst. Und da habe ich zum ersten Mal, da hatten wir aus dem Metropolitan Museum wunderbare Koranschriften. Und ich war entzückt, durfte mit weißen Handschuhen, durfte ich diese großartigen Schriften durchblättern und Bücher und so weiter. Und ich war hin und weggerissen von der Schönheit der Schrift, der Ornamentik der Sache und so weiter. Also
traumhaft schön. Also muss ich wirklich sagen, es war meine erste Begegnung, tief berührend, dass man aus einer Andachtshaltung heraus eine solche Schönheit auch in der Schrift bewirken kann. Ja, große Klasse. Das hören Sie natürlich gerne. Für viele hat aber der Koran seit den Attentaten vom September 2001 vielleicht nicht mehr so einen guten Ruf. Das ist richtig. Nee, ich höre das auch nicht gerne. Also das ist, das, wenn man die Schrift beschreibt, das ist eine Realität. Die Schrift ist schön. Und man muss das auch erklären, kommt daher, weil es gibt ein Bildverbot. Und deshalb haben die Künstler, die Zeichner als Ersatz, haben ihre Kunst gezeigt in den Schriften. Also wenn man in den Schrift vertieft, auch in Al-Hamra oder so, in den Schriften sieht man manchmal Figuren von Menschen, was sie normalerweise nicht malen dürfen, weil man kann nicht einen Menschen malen, darf man nicht. Das ist ein Bilderverbot im Islam. Und das ist der Ersatz im Schrift. Deshalb daher ist das gekommen. Nein, nein, das ist eine Realität. Aber natürlich, der Islam heutzutage ist ein Verruf, aus einfachen Gründen, weil Religionen überhaupt oder Kommunikation überhaupt hängt von dem Empfänger ab. Und Islam ist, wie man interpretiert. Und Christentum, wie man interpretiert, Judentum, wie man interpretiert, bei der anderen Person. Und das heute sind ja gerade bei der Schwierigkeit, oder? Das ist die Schwierigkeit. Wir haben ja gesehen, bei Abraham diese Geschichten zu interpretieren, das ist nicht ganz ohne. Ja. Diese Schriften, ich finde sie nicht so leicht zugänglich. Wäre das nicht besser zu sagen, nee, Finger weg? Na, also das finde ich jetzt generell nicht, auch wenn es schwierig ist, sich ein bisschen zu bemühen, das hat immer doch geistige Vorteile. Ja. Allerdings natürlich, und da sind wir uns beide sicher einig, Najim Mali und ich, dass wir sagen, also es geht auch um das selbstverständlich, um das Wissen mit Toleranz verbunden, selbstverständlich. Genau. Ja. Ich bin zwar ein bisschen religiöser als er, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das irgendjemandem aufzwingen möchte. Mhm. Ja, das heißt also, die Freiheit, der Freiheitsgedanke war für uns beide sicher maßgeblich bei diesem Gestaltung des Buches. Mhm. Ja, tauchen wir doch in die nächsten Figuren ein. Gehen wir zum Anfang. Fangen wir bei Adam und Eva an. Wir haben hier eine Miniatur aus dem islamischen Raum. Und wir haben dann auch noch eine Darstellung von Lukas Cranach dem Älteren. Ja, aus dem 16. Jahrhundert. Die islamische Darstellung ist natürlich aus dem 13. Jahrhundert viel älter. Jetzt interessiert mich schon, oder Adam und Eva, das ist für unseren Kontext klar gehört an den Anfang in die Bibel. Wie kommen sie im Koran vor? Ja, sie kommen, ja, die waren im Paradies, also die beiden zuerst. Und was ich auch an sich, wollten wir über Eva nicht schreiben, aber kam durch meinen weglassen. Aber als ich damit angefangen habe, habe ich entdeckt, dass im Koran niemals Eva Schuld hat an das Adam, den Frucht. Also diese sogenannte Ursünde. Oder? Ursünde. Die hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil, er hat sie eingeführt. Also er hat sie verführt. Und deshalb Gott sagt ihm direkt, du hast auch deine Frau damit reingelegt. Also an sich hat sie damit nichts zu tun, was viele Muslime übrigens nicht wissen. Mhm. Das ist auch interessant, weil da sieht man den Unterschied zwischen Traditionen in einer Gesellschaft und die Religion selbst. Selbst wenn ich dieses Bild sehe auch, werde ich auch was dazu sagen, aber zuerst will ich sagen, die Tradition in einer patriarchalischen Gesellschaft gibt immer Frauen Schuld. Mhm. Und deshalb, selbst im Koran steht, Eva nicht schuld, aber keiner sagt das, sagt immer, der Prophet hat gesagt, seit Eva sind alle Frauen schuld. Ne? Und hier, wenn ich sehe, wie Traditionen stark sind, wir sehen ein Bild. Mhm. Sie haben gesagt, das ist islamische Illustration. Mhm. Das ist an sich persische. Bei den Persern, Bilder und Malerei war legitim. Das ist, sehe ich vom 13. Jahrhundert. Ja, deshalb, Sie haben ja das Bilderverbot erwähnt. Ja, aber Sie finden niemals in arabischer Schrift Adam und Eva Bild. Und da sehe ich, will ich nur sagen, wer ist jetzt Muslim? Sind die Perser oder die Araber? Ja, da können wir jetzt streiten, können wir alles machen. Das will ich sagen. Aber Tradition bei den Persern, Bilder waren nie verboten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Ja, Muslime sind nicht Muslime, Musliminnen sind nicht Muslimin. Ja. Es gibt verschiedene Traditionen, damit verschiedene Auslegungen. Und deshalb, wir finden jetzt in Pakistan, in Indien, in China, in alles, im Fernorient. Gibt es Bilder,
Von Adam und Eva, von Propheten, von allem. Aber in Saudi-Arabien nichtmals. Mhm. Wobei witzig ist, ich habe bei diesen damals bei der Ausstellung natürlich auch Bilder aus Illustrationen gesehen. Aber lustig war, der Prophet Mohammed war immer mit so einer mit Art, Turban, mit so, ja, oder mit einer Art Geisthäubchen. Ja. Also sozusagen war das Antlitz etwas verhüllt. Das ja. war, wir haben immer gesagt, er läuft mit einem weißen kleinen Säckle rum. Also Säckle. Aber die hier haben gar kein Säckle, gell? Nein, die haben gar keins. Und da ist natürlich interessant, also noch einmal zur Deutung, was Eva getan hat. Mhm. Tatsächlich ist sie im Koran sehr viel unschuldiger. In der Bibel ist stark massiv auf ihre Schuld natürlich gesetzt. Nur, wenn man sie natürlich modern interpretiert, und das kann man ja tun, ist eigentlich die Eva so etwas wie eigentlich die, unsere Fortschrittsmutter, wenn man so will. Ja? Mhm. Also sie sorgt ja dafür, dass aufgrund ihrer Neugierde damit, dass der Mensch von etwas schmausen kann, was eigentlich Gott gebührt und damit natürlich auch hellsichtiger wird. Also Neugierde. Neugieriger, hellsichtiger, ja. mehr Wissen sich aneignen kann, die ja. Erde auch ganz anderen beackern und sich untertan machen kann. Sie sprechen jetzt von der Geschichte, wo sie vom Apfel reicht, vom Baum ja. der Erkenntnis. Ja, genau. Da sollte sie eigentlich nicht ran an diesen Baum, genau. oder? Genau, also das heißt, also sie übertritt ein klares Verbot, aber zugunsten der Neugier. Genau. Und Neugier ist natürlich auch der Wissenschaftstrieb, klar. das kann man ja gar nicht leugnen. Ja. Also neugierige Menschen, die tun ja was, ja. im Guten wie im Bösen. Das ist ein doppeltes Erbe, das wissen wir alle mittlerweile. Dass also, aber wir können heute nicht mehr den Stand der unwissenden Unschuld zu verherrlichen. Das dürfte uns doch allen schwerfallen. Insofern würde ich heute eher sagen, wenn man die Geschichte vorträgt, es ist ja eine Parabel und es kann ja nicht Wirklichkeit gewesen sein, aber es ist eine Parabel, eine schöne, würde man eher doch der Frau zubilligen, dass sie ihre neugierige Nase rausgestreckt hat und eigentlich für so etwas wie das Aufkommen interessanter Also Sie Formen. Kritisieren eigentlich seine wörtliche Auslegung, nein, oder? Nein, ich kritisiere die nicht. Nein, ich weiß, was Sie meinen. Nein, die kritisiere ich gar nicht. Ich fand es schon erstaunlich, als Nichtgläubiger sagen Sie hier, wenigstens ein Punkt geht also an den Koran. Eben Urheber der ersten Sünde ist im Koran nicht die Frau, Urheber der Sünde ist der erste Anschluss und es ist dort eben, ob es nicht allen Leuten gefällt, der Mann. Ja, das ist, ich habe den Koran als literarischen Text behandelt und das sage ich, betrachte ich ihn als literarischen Text, nicht als religiöser Text. Und deshalb sage ich es an einem Punkt, mindestens in dieser Sache, in dieser Geschichte ein Punkt. Aber wie ich gesagt habe, kein Mensch bis heute hat das gesagt vor mir. In keinem islamischen Land und keinem arabischen Land sagt man, kennt man diese Geschichte. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, wird man mir sagen, ich spinne. Obwohl diese Geschichte, also man kann das belegen im Koran. Also ja, ist ja spannend, oder? Die Unterschiede, da wird es ja am interessantesten. Da wird es interessant, auch in Bezug auf die Religionsrichtungen und auch also sagen wir, Auslegungsstarrsinn, kann man sagen. Ich muss jetzt doch noch kritisch anmerken, Sie sagen ja, in Ihrem Beitrag, Eva wurde aus des schlafenden Adams Rippe erschaffen. Und eigentlich muss ich sagen, Sie transportieren hier eine wörtliche Übersetzung. Wir wissen heute aus der jetzt neueren Bibelforschung, dass es da gar nicht um Adam, sondern um den ersten Menschen, also nicht Adam als Mann, sondern in der neueren Übersetzung sagt man Mensch. Das heißt, es ist eigentlich die Eva aus dem Mensch und nicht aus dem Mann. Das ist ein ganz altes Missverständnis eigentlich, was mit Leuten endlich mal erklären müsste, was Sie jetzt vielleicht für Ihren Kontext getan haben. Aber dass nicht Eva aus dem Mann erschaffen wird, sondern eigentlich aus dem Menschen. Adama ist eigentlich der Erdling. Die Eva wird aus der Erde eben wie der Adam erschaffen. Das ist ein guter Hinweis, ich nehme ihn gerne zur Kenntnis. Ja. Was ist der erste Mensch? Weiblich oder männlich? Die Erde. Es gibt zwei Schöpfungsberichte, ganz wichtig in der hebräischen Bibel. Der zweite Schöpfungsbericht sagt es noch schöner. Ja. Er schuf Mann und Frau als Abbild Gottes. Und damit ganz wichtig, die Bibel ist eigentlich in der Zeit revolutionär, im Gegensatz zu dem, was vorher war, in diesem Punkt, und hebt Mann und Frau auf die gleiche Ebene, ist in dem Sinn ein großer Fortschritt und als Ebenbild, als Abbild Gottes. Ja, und dann gehen wir noch zu einer weiteren Figur. Oder wie waren die Reaktionen eigentlich auf Ihr Projekt? Also,
Bis jetzt ist es gut. Also keine Anstöße erregt. Also ich glaube, die etwas fanatisierten Muslime nehmen das sowieso nicht zur Kenntnis. Sie lesen ja sowas nicht. Also insofern gab es von der Seite schon mal gar nichts. Ja. Und, ist das so auch bei Ihnen? Ja. Also bis jetzt habe ich keine negative Reaktion auf mein Buch. Also ich habe negative Reaktionen auf meine Person, auf meine Interpretation, auf meine Bücher überhaupt. Die kriege ich oft per Mails oder auf Facebook und die Hassparaden gegen mich laufen immer. Aber nicht unbedingt mit diesem Buch zusammen. Mhm. Ja. Das ist auch mit anderen Büchern. Weil Religion ist ein Thema von meinen Romanen, von meinen Büchern. Und ich behandle immer Tabus in meinen Büchern. Naja, und er hat ein wunderbares neues Buch geschrieben über eine, man kann ja sagen, eine Frau, die in Saudi-Arabien ihren Weg geht. Das gefällt ja vielen sicher auch nicht. Also da ist er schon auf der Angriffsfläche. Das ist ein Beispiel. Wunderbarer Roman. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes, ein geglücktes Buch. Und da hat er ein richtiges Fenster geöffnet. Ja, also das war parallel dafür. Also ein Roman heißt Sarah-Sünde, wo jetzt natürlich hat viel jetzt Anfeindungen gekriegt von Seiten der offiziellen Presse auch in der arabischen Welt, weil die Presse in der arabischen Welt liegt in den Händen von den Golfstaaten, Saudi-Arabien und Co. Und deshalb hat man den Roman angegriffen. Genau, das heißt aber eben so, wie Sie es erlebt haben in Ihrer Kindheit, war Religion eigentlich nicht so ein riesiges Thema. Im Irak war mehr der Nationalismus ein Thema, oder? Ja, das war Islam. Also ich habe mein Großvater hat nie gebetet. Mein Großvater war ein normaler Bauer, hat gebetet immer in der Ecke eines Zimmers, allein. Und wenn man ihn gefragt hat, warum betest du allein, sagte er, weil ich mit Gott spreche. Also etwas Privates, nicht etwas Öffentliches. Es gab keine Moscheen wie heute, dass die Leute in Massen auf der Straße beten. Gab es nicht. Ja. Sie haben ja gesagt, bei Ihnen, Sie sind etwas religiöser noch als er. Was heißt das? Na, ganz einfach, ich habe es als Kind wunderbar erlebt und es hängt an. Ich hatte eine wahnsinnig liebenswürdige, sehr fromme Großmutter, die ein Bauernkind. Die Großeltern. Die Großeltern. Ja, die Großmutter. Und aber eine gute Seele, also wirklich guter Mensch, glaubwürdig guter Mensch. Und wenn Sie von so jemandem die Geschichten aus der Bibel schön erzählt bekommen, sie hat auch noch eine tolle Stimme gehabt, hat wunderbar gesungen, Kirchenlieder. Ja, das ist für mich unvergessen, weil es eben mit dieser Liebenswürdigkeit verbunden war und eben nicht ohne diesen drohenden, aggressiven Beiklang. Also ich habe mich als Kind zum Beispiel immer sehr, sehr brav, natürlich auch auf Anleitung der Großmutter, meine Kleidungsstücke ganz brav über den Stuhl gehängt, damit Jesus nachts kommen kann und guckt, dass ich alles ordentlich aufgeräumt habe. Aber das war kein Fluch und keine Strafe, das habe ich gerne gemacht. Das heißt also, ich war ein folgsames Kind, religionshörig bis ins Mark. Und ich weiß nicht, warum ich das verleugnen soll. Ja, das hat ja auch meine spätere Hinwendung immerhin zur Religionswissenschaft und zur Bibellektüre, irgendwann mal auch Koranlektüre. Das ist ja ein schönes Erbe. Also in Bezug auf Großeltern und so, die Iraker erzählen einen Witz, einen makaberen Witz darüber. Drei Generationen, der Großvater sitzt. Und die Kinder machen sich bereit, dass sie in die Moschee gehen abend, weil sie das Gebet gehört haben. Und der Sohn, also der Vater von den Kindern, der dreht sich ein, kifft. Er dreht sich so und der Großvater sagt zu seinem Sohn, schämst du dich, deine Kinder gehen in die Moschee und was machst du? Du kiffst. Sagt er, da siehst du den Unterschied von der Erziehung. Ja. Also es erklärt, wie drei Generationen, wie wunderbar. Die Erziehung sich geändert hat. Also ja, na klar. Das ist sehr schön, ein guter Witz. Ja. Sehr gut. Ja. Sie können es gut miteinander. Ich habe mich etwas gewundert, dass die Kapitel stehen nebeneinander. Es ist nicht eigentlich ein Dialog, den Sie hier führen, sondern Sie schreiben je aus Ihrer Sicht über diese Figuren. Gab es da zwischen Ihnen noch mehr? Das lag an zwei Dingen. Zum einen konnte Nachimbali sehr viel früher loslegen als ich, also ein gutes halbes Jahr vor mir. Ja. Und er hatte danach keine Zeit und ich musste warten, weil ich etwas fertig mache. Das heißt also, er hat eigentlich im Vorlauf schon gearbeitet gehabt. Es ging gar nicht anders. Das heißt, wir konnten jetzt nicht
sagen wir, uns bei jeder Geschichte treffen. Genau, ja. Er war auch gar nicht da in Berlin unbedingt, sozusagen. Er hat einfach mal loslegen müssen. Und das kam, ich denke, wenn wir in Berlin beide zur gleichen Zeit losgelegt, hätten wir uns immer mal bei jeder Geschichte noch einmal getroffen und es besser abgesprochen. Hm. Das war ein bisschen der Zeit geschuldet, in der wir schrieben, aber ich als Nachklapp habe dann halt immer ein bisschen versucht, ein kleines bisschen auf ihn Rücksicht zu nehmen und zumindest mal so ein kleines Schläuchle rüberzulegen, genau, ja, zu dem, was er schon geschrieben hatte. Aber ich fand das auch in Ordnung. Also fand ich, dass Sibylle anders rangegangen ist, ja, an die Geschichten und ich anders rangegangen bin. Aber wie gesagt, eines hat uns geeinigt von Anfang an, diese Brücken aufzubauen. Das haben wir immer im Auge gehalten. Und das ist wirklich wegen Zeitmangel. Aber wir haben uns geeinigt auf die Figuren. Eben, also eine Figur nehmen wir noch, ja, das ist Jona. Ja. Das ist eine Geschichte, die mir wahnsinnig gut gefällt. Das ist ja der Prophet, der seine Mission verweigert. Und er sollte eigentlich in Ninive mit den Leuten schimpfen. Und nee, er geht nicht dahin, geht auf ein Schiff und muss dann über Bord, weil man merkt eben, das ist der Kerl, wegen dem hier der Sturm losbricht. Er wird von einem großen Wal verschlungen, nach 3 Tagen und 3 Nächten ausgespuckt. Am Schluss geht er dann eben doch noch nach Ninive. Ungefähr so, oder ist die Geschichte ja, in der die ist so, Bibel? Aber die geht ja noch weiter. Und die da, das Tolle finde ich an der Geschichte, auf der einen Seite ist er ein Feigling, er haut ab. Ja, also er will das Prophetenamt nicht übernehmen. Aber sobald er gerettet wird, ist an Land gespuckt wird und wieder nach Ninive geht, wird er plötzlich ein Hardcore-Eiferer. Ja. Ja, der möchte, dass Gott jetzt aber wirklich die Stadt vernichtet, irgendwie so. Ja? Ja. Also ausgerechnet der Feigling. Und das ist eine typische menschliche Geschichte. Die Feiglinge sind nämlich immer die, die dann irgendwie das große Strafgericht wollen. Ja, ja. Den Zeigefinger erheben, ganz hochheben. Wie sie's machen. Und dann ist aber so witzig, finde ich, wie Gott ihn noch einmal straft. Das ist wirklich, das finde ich richtig witzig. Also er hockt dann da in der Wüste und eine riesige Pflanze spendet ihm Schatten und innerhalb von praktisch Sekunden schnurrt die zusammen zu nichts. Und Gott zeigt ihm damit, also wer hier der Machthaber ist und wer hier gebietet. Ich finde die Geschichte witzig. Und Ninive wird ja verschont. Und Ninive wird verschont. Und es ist eine der witzigsten Geschichten in der Bibel. Die hat wirklich ein bisschen... Und es sind doch tolle Geschichten, die da erzählt werden. Ja, die ist toll. Wie wird die im Koran berichtet? Ja, so ähnlich im Koran. So ähnlich. So ähnlich. Also interessant für mich auch, witzig außerhalb des Textes, weil Nineveh und Meer, ich habe das gemessen, die sind über 1500 Kilometer. Mhm. Wie hat er das geschafft? Mit zu Fuß, getrampt? Nein. Wie kam er zum Meer? Land. Ah, am Land. Also Nineveh übrigens ist Mosul, wo ISIS war. Ja. Das ist im Irak. Und Mittelmeer, es gibt Geschichten, die sagen, er war bis Gibraltar mit dem Schiff oder bei Jaffa. Also wie hat er über 1500 Kilometer, das erzählt uns weder die Bibel noch der Koran, wie ist er dazu gekommen. Nur aus Nineveh weg, als ob er plötzlich um die Ecke gegangen ist. Ich werde eine rauchen, Schätzchen, ich kaufe Schachtel Zigaretten, komme zurück. Für mich die Geschichte ist so ähnlich, er hat Seitensprünge. Er hat mit anderer Frau geschlafen, er muss seiner Frau anders erzählen. Er hat ihr gesagt, ich war 3 Tage im Bauch von Wal, weil es gibt keine Logik. Gut, aber getrennt? Das steht nicht im Koran. Das steht weder im Koran noch in der Bibel. Aber das heißt, die Geschichte, auch der Ausgang der Geschichte, ja, ist so beschrieben, oder? Ja, so beschrieben, mit einer, also das ist mit dieser, nicht Feigheit dabei, mit Ungeduld im Koran mehr, dass er ungeduldig war. Und das bezieht sich auf Mohammed selbst. Also die meisten Geschichten, die habe ich auch im Buch geschrieben, die meisten Geschichten wurden interpretiert so nach dem Maß von Mohammed als Person. Deshalb Abraham kommt sehr, sehr wichtig im Koran, damit Mohammed sagt, nach Abraham nur ich komme. Also er hat so sein Leben auch beschrieben, wie sein Leben auch. Und bei dieser Geschichte auch, also mehr, er war ungeduldig. Er hat nicht gewartet. Er wollte abhauen, aber nicht aus Feigheit, sondern aus Ungeduld. Mhm. Weil er hat darauf gewartet. Er hat gewartet, dass Gott was tut und Gott hat das nicht gemacht. Und deshalb ist er ungeduldig abgehauen. Und Mohammed hat so eine kleine Phase gehabt, auf die Offenbarung gewartet, sagt man, erzählt man. Und die Offenbarung hat sich verweigert 3-4 Tage. Mhm. Das ist seine Interpretation. Es gibt andere Interpretationen, wo man sagt, derjenige, der wie sein
Pater wie sein Vaterfigur. Es ist der Cousin von seiner ersten Frau, Khadija. Der war ein Priester, Christ. Und der hat ihn inspiriert in diesen Geschichten. Und der war tot. Und nach dem Tod von diesem Warqa ibn Nawfal, hieß der, nach seinem Tod kam kein, kein Sura. Es war eine Leere. Also er hatte eine Blackout-Phase. Ne? Und deshalb kam danach diese Geschichte. Also in diesem Kontext stellen Sie die Geschichte mit eben Ungeduld. Mit Ungeduld. Was haben Sie noch sonst so aus dieser Geschichte rausgezogen? Das ist ja psychologisch hochinteressant. Naja, die ist, das Tolle an diesen biblischen Geschichten und speziell an der, dass es immer so hin und her schwankt. Ja. Also zum Beispiel erst mal der Feigling, der abhaut. Dann auf dem Schiff später dann, wo er aber dann nicht feige ist. Auf dem Schiff selber wiederum befiehlt er ja oder sagt er ja den Matrosen, werft mich ins Meer, weil das Gottesgericht... Auch Opfern. Selbstopfer, ja. Selbstopfer. Das heißt, ja, weil der Sturm einfach nicht aufhört. Genau, genau, also das heißt, da ist er eigentlich sehr mutig wiederum oder will seinem Schicksal ins Auge sehen. Ja. Das heißt, das Tolle an diesen biblischen Figuren ist einfach immer ist die Schwankmasse, die sie abdecken. Also vom Feigling zum Fliehenden, zum mutigen Selbstopfer und dann wiederum zurückkehrt wieder zum zornigen Zeigefinger-Menschen. Ja. Und mir gefällt das, ja, weil diese Charaktere in der Bibel, die sind ja niemals eindimensional. Nur wenige Figuren sind wirklich eindimensional. Das ist, ich finde, das ist einfach die große Story der Menschheitsgeschichte für den westlichen Raum, weil in früher Zeit ein unglaublich differenziertes Menschenbild schon aufgebaut wurde. Ganz anders als in den mythologischen Strukturen ringsherum. Ja, sie haben in der antiken Mythologie, sei es Griechenland, sei es Ägypten, haben sie zum Beispiel niemals die Würde der armen Menschen. Die kommen ja gar nicht vor. Das heißt, die haben auch im Hades gar nichts verloren. Das heißt, also die Bibel ist schon irrsinnig gut, dass sie ein differenziertes psychologisches Verständnis aufwirft von verschiedenen Figuren und hauptsächlich aber auch Leute, die nichts zu sagen haben in der Welt, würdigt auf eine ganz andere Weise. Mhm. Also das ist... Egal, ob man religiös gestimmt ist oder nicht, das ist schon ein Riesenpfund dieser biblischen Geschichten. Und da unterscheiden wir uns, weil da unterscheiden wir uns, weil die alte Mythologie für mich, weil selbst das Alte Testament ist eine Abschreibung von alten Mythologien. Also gerade von schöpft Jesus, auch aus Quellen. Schöpft, ja, ich nehme, ja. Wir nehmen mal die Geschichte von Noah. Noah und die Sintflut. Sintflutgeschichte. Die Sintflutgeschichte liest man bei Gilgamesch. Steht haargenau. Das ist wirklich 100% abgeschrieben. Ja, aber ich würde sagen, das ist ja legitim. Sie sagen jetzt eben auch der Jonah hier, der kommt so schön vor. Eigentlich, ich habe gehört, nicht mit großen Unterschieden jetzt. Wir haben also in der Abfolge Judentum, Christentum, Islam, sind wir im 7. Jahrhundert, oder? Nur langsam. Das nur ist langsam, nicht, aber bitte. Das ist nicht gleich. Hier reden wir von drei Religionen. Gilgamesch ist keine Religion, das ist literarischer Text. Nein, meine Frage geht woanders hin. Ja. Wenn die Abfolge, die Texte sich sozusagen wiederholen oder in der Stoff aufgegriffen wird, heißt das aber auch, wir wissen ja, das Erste Testament, respektive das Zweite oder Neue, können wir nicht lesen ohne den Blick auf das Judentum, auf die Heiligen Schriften oder einen Teil des Judentums. Heißt das auch, wir können den Koran eigentlich nicht lesen ohne den Blick auf die Bibel? Natürlich. Also für mich, es gab mal sogar in der Geschichte, in der islamischen Geschichte, eine Wissenschaft an sich, hieß Israeliat. Das ist ein Plural von Israel, weil das Wort Israel kommt im Koran 45 Mal übrigens. Also das Wort, weil die Juden kommen nicht als Juden, sie kommen die Sonne Israels, wie im Alten Testament. Und es gab eine Wissenschaft zu studieren, all diese Stellen zu auszulegen, interpretieren. Warum so viel? Weil logischerweise hätte Mohammed sich mit den vorherigen Propheten auseinandersetzen. Er hätte mit Jesus auseinandersetzen. Warum viel Gewicht mit Moses? Warum hat er nur mit Moses auseinandergesetzt? Er hat nur die Sohne Israel, muss an mich glauben. Er hat nur mit ihnen gestritten. Und die Christen hat er zur Seite verschont.
Und das ist absolut. Man kann heute den Koran nicht verstehen ohne das Alte Testament. Wann haben Sie denn die Bibel gelesen? Die Bibel habe ich lange, also vor langer Zeit gelesen. Ja. Aber jetzt durch das Buch habe ich noch mal gelesen. Mhm. Mehr. Also noch mal, vielleicht jetzt zum zweiten Mal gelesen. Aber das Thema, was da gerade anklang, ist natürlich auch immer eines, dass sich, sagen wir mal, eine nachfolgende Generation, die nachfolgende Religion, muss sich ja den Altbestand sichern. Klar. Das heißt, sie muss ja auf einem Feld wachsen der althergebrachten Beglaubigung und dann die Änderung vornehmen. Das ist im Christentum nicht anders. Das heißt, die Wurzeln jeweils, also der spätfolgenden Christentum und Islam, ist natürlich irgendwie immer eigentlich so etwas wie die Rückkehr zu den alten Beständen, um die für sich fruchtbar zu machen und sie so auszulegen, als hätten sie sozusagen den rechten Strang daran entwickelt, ja? Also das Eigentliche gefunden. Mhm. Das ist ja überhaupt ihre Daseinsberechtigung, sonst könnte man es ja lassen, sonst hätte es beim Judentum hätte ja gereicht, ja? Also beim Alten Testament hätte es ja reichen können. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich der Zwang einer neuen Religionsgründung, dass sie sich der Tradition versichern muss, indem sie sie für sich auch ein bisschen umschreibt, also sich darauf beruft, natürlich auch Dinge erhält, aber zugleich natürlich Abweichungen vollzieht, weil sonst kann es das Neue gar nicht geben. Wenn wir schon dabei sind, ist das auch der Grund, warum die so streiten? Weil ich könnte doch sagen, Judentum, Christentum, Islam haben den gleichen Stammvater. Beruhigt euch mal, ihr kommt aus den gleichen, ihr schöpft aus den gleichen Quellen. Nee, da wird weltweit gestritten und gekämpft. Ja, die streiten, weil Interesse daran liegen. Es gibt übrigens Streit, warum nehmen sie die drei Religionen? Innerhalb der Religionen gibt es Streit. Protestanten legen den Christentum anders als Katholiken, Schiiten anders als Sunniten und bei den Juden genauso. Also es gibt Streit innerhalb der Religionen. Und ich glaube, das, was man einsehen soll, also der Katholismus in Bayern von Seehofer ist nicht der Katholismus in Venezuela oder in Argentinien. Das ist anders. Ja, das sind die Differenzen innerhalb der Familie sozusagen, aber der Streit zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern, ist diese Abgrenzung mit ein Grund? Nein, der war aber nicht immer so heiß gekocht, wie es jetzt heute wieder ist. Also man muss ja auch mal sagen, dass die islamische Welt mal zeitweise sehr, sehr friedfertig war in Bezug auf Tolerierung von Juden und Christen. Ganz anders als später die Christen, also wo die Juden und auch natürlich die Koran-Anhänger auf den Scheiterhaufen landeten. Also es gab eine friedliche Zeit, man kann sagen, für die damaligen Verhältnisse gesprochen, eine sehr tolerante Zeit auch der islamischen Welt, also geradezu mustergültig im Vergleich zu dem, was da sonst los war. Ja, das darf man nicht vergessen. Sie sagen natürlich, das sind noch andere Ingredienzien, oder mit Macht und Politik. Ich sage, die Frage ist, die Gesellschaft zuerst oder die Religion? Ja. Und für mich ist die Gesellschaft zuerst und dann die Religion. Weil der Islam in Saudi-Arabien ist nicht der Islam in Libanon. Ja. Das ist... Das ist total. Also wenn wir heute übrigens, wir reden von Islam in Europa, alles, wir hören von Islam, aber an sich, wir hören von nicht mal 2% von dem Islam. Im Grunde genommen, was wir Islam sagen, das ist der Wahhabismus. Also wenn wir sagen, Frauen verschleiert, wo sind die Frauen verschleiert? In der Türkei, selbst bei Erdogan sitzen sie im Parlament. Das sind in Saudi-Arabien. Frauen dürfen keine Autos fahren. Wo? In Istanbul? Also Sie sprechen von einer verhärteten Form des Islam, Wahhabismus. Ja. Es gibt auch viele Musliminnen und Muslimen, die nicht praktizieren. Aber jetzt möchte ich noch zu einer Figur, die Sie hier auch haben, Maria, und vor allem im Hinblick dann auf Jesus. Und da interessiert uns vielleicht, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben eher noch eine Vorstellung, Jesus von Nazareth mit dem Neuen Testament. Wie spielt Jesus von Nazareth, welche Rolle spielt er im Koran? Jesus im Koran ist Prophet und er wird immer erwähnt, Isa ibn Maryam. Das heißt, Isa ist das Wort für Jesus, der Sohn Maria. Immer wird das betont im Koran, nicht der Sohn Gottes, der Sohn Maria. Das heißt, Gott hat Maria ausgewählt, dass sie einen speziellen Sohn, sehr speziell, hat ihn auserwählt. Er wird diese Botschaft haben, Gottes auf der Erde. Und das hat er gehabt. Also, und nachher, deshalb ist er Prophet. Eben, wir haben schon kurz erwähnt, er wird nicht gekreuzigt, laut Koran. Und er ist nicht Gottes Sohn.
Die Kreuzigung ist ja eine der wenigen Tatsachen, die außerbiblisch überhaupt bezeugt sind. Wir wissen, dass Jesus von Nazareth existiert hat und dass er gekreuzigt wurde aus außerbiblischen Quellen. Und der Koran sagt genau, er wurde nicht gekreuzigt. Das ist genau wie die Geschichte mit Ismail, also Ismail oder Ishak, dann kommt ein Lamm oder Widder als Hilfe und dann wird der Sohn nicht geopfert. Im Falle von Jesus, letzter Minute, wird aus Versehen, werden die Römer Judas. Also Gott verwandelt Judas in der Form von Jesus. Und warum? Jesus wird gerettet, wird er zum Himmel geholt. Ja, mit dem Himmel aufgenommen. Raumschiff. Ne? Gut, das wird aber später und, auch im aber Neuen das ist, Testament. Ja, ich meine, das ist hier die Lehre der Verräter. Der Verräter, Judah, weil er Verräter ist, wird bestraft von Gott. Der Verbrecher wird bestraft. Keiner darf verraten, keiner darf Verbrecher werden. Aber das heißt, ein Prophet darf nicht den Kreuzestod erleiden. Ist das der Grund, oder? Das ist der Grund. Mhm. Aber wie kann Gott erlauben? Mhm. Das ist so nach dem Motto. Wie kann Gott erlauben, seinen Prophet auf Kreuz zu legen? Damit entschärft man die Sache natürlich zur Unkenntlichkeit. Weil ich meine, das große jesuanische Drama ist ja natürlich schon, das ist ja schon ein großer Schwerthieb im Stachel des religiösen Fleisches, das darf man nicht vergessen. Und das hat, schön formuliert. Ja, das hat natürlich eine Zahl von, auf der einen Seite ein großes Liebesbegehren hervorgerufen, das weiß man ja von der großen Verehrung, die dann auch Maria natürlich zufällt, besonders im Katholizismus. Aber es hat natürlich auch immer die Widerspenstigen gegeben, die das nicht anerkannt haben und das also eigentlich als Schande sahen, dass man also einen so edlen Mann, dass Gott ihn preisgibt, dass der eigene Sohn preisgegeben wird. Und deswegen ist diese Geschichte von der Dramatik her schwer zu überbieten. Mhm. Ja, das ist ja auch das Verlockende daran, dass sie einen unendlichen Teppich an Interpretationen geboten hat. Ah, ich höre wieder die Schriftstellerin, Das ist ja irgendwie auch toll. Ja, ja, aber ich könnte auch sagen, er ist einfach seine Mission bis zum Ende gegangen, oder? Das kann man Mission so trocken, das kann man ja so trocken gut, sagen, eben, aber was bringt die trockene das? Ja, also Theologie. Mission vollendet. Und ich meine, allein die Vorstellung, ich meine, es ist wirklich ein grausamer Tod, den ja viele erlitten haben, Kreuzigung war gang und gäbe, aber ich meine, das ganze also Prozedere ist doch absolut hinreißend, also mit diesem Kreuz, mit diesem schweren Balken irgendwie noch durch Jerusalem zu eilen, da wird ihm der noch ein bisschen abgenommen, dann also jedes Detail noch. Ja, man sieht ja die Filme, oder? Die auch daraus entstanden sind. Ja, die sind schrecklich. Ja. Die sind wirklich, also da können wir uns vielleicht einigen, die sind wirklich grauenhaft. Also das, aber einfach der Plot, der Stoff ist... Der Plot ist aber schon wirkmächtig und er hat natürlich auch, was mir daran wirklich gut gefällt, was mich also sakrisch berührt geradezu, ist eigentlich das Inkommensurable daran. Ja, das heißt also, das ist Gottes, genauso wie, das ist ein bisschen die Fortsetzung von Abraham auch in Großform. Das heißt, das Inkommensurable ist doch im Grunde den eigenen Sohn schlachten zu sollen. Das ist doch inkommensurabel. Ja? Und das Gleiche gilt ja bei der jesuanischen Geschichte eigentlich auch. Das heißt, das ist ein riesiges Dilemma, das aber meines Erachtens ein großartiges Ergebnis gezeitigt hat. Da verweise ich gerne auf den Philosophen René Girard, der wirklich ein großartiges Jesusbuch geschrieben hat, ganz große Klasse, in dem er eigentlich versucht nachvollziehen, dass durch die Kreuzigung, durch den schmachvollen, entsetzlichen Tod eines gänzlich unschuldigen Menschen, also er sieht ihn gar nicht als Gottes Sohn, als einen gänzlich unschuldigen Menschen, so etwas wie die Abkehr von Formen des Opferrituals und der Tötung von Menschen zu rein menschlichen Zwecken eigentlich ein großes Fanal setzt. Und das sehe ich auch so. Das heißt, und für diese Interpretation muss man nicht mal religiös sein, sondern das ist wirklich eine sagenhafte Geschichte, dass ein zutiefst unschuldiger Mensch grausam getötet wird. Alle, darf ich das noch hinzusagen als letztes Sätzchen, dass natürlich die mythologischen Opfer alle schuldig sind, ja, die in den mythologischen Zeiten geschlachtet werden. Die haben alle irgendwas auf dem Kerbholz. Ich wollte nur noch anfügen, es gibt hier, wie bei Isaac und Abraham, gibt es auch natürlich die sogenannte nicht-sakrifizielle Interpretation. Das heißt, es gibt einen ganzen Strang an Theologinnen und Theologen, die extrem dagegen wehren, eben gegen diese Opfertheologie. Aber dies nur als Nachtrag. Wie wird er sonst dargestellt, Jesus von Nazareth?
geht ja als Wunderheiler durch die Gegend. Die gleichen Wunderheiler. Also, das heißt, es ist eine große Figur im Koran. Große Figur. Die treten alle, die anderen zwei Propheten auch. Also man nennt sie die Buchbesitzer, Ahl Kitab. Der Koran erweist ihnen Respekt, die beiden Moses, sowohl Moses als auch Jesus. Mhm. Also toller Respekt. Weil für Mohammed war es so, also das heißt, Gott hat die Religion wie einen Menschen behandelt, also die Menschheit. Es gibt drei Phasen im Leben der Menschheit. Erstmal Judentum, als der Mensch noch Kind war, das ist die Kindheit der Menschheit. Und dann die Pubertät ist Christentum und Reife ist der Islam. Schön wär's. Ne? Also schon, es ist, ja, man muss, wie du gesagt hast, ja, man muss irgendwie anders interpretieren, damit man das legitimieren. Mhm. Nur eine Sache, die ich auch im Buch erwähnt habe, keiner geht auf die Zeit vor der Religion, wo die Bücher, deshalb für mich als Literat ist interessant, wenn ich sage, die meisten Geschichten, die im Alten Testament entstanden sind oder geschrieben worden sind, sind von den Priester oder von den Juden, die in Gefangenschaft waren, in Babylon und in Aschur. Und wir sind wieder bei dem Thema der Überhöhung der eigenen Kultur oder der eigenen Religion. Zum Glück gibt es eben Leute wie Sie, die sich an einen Tisch setzen und aus verschiedenen Blickwinkeln und auch aus verschiedenen Religionen das miteinander anschauen. Wir sind am Ende unseres Gesprächs noch ganz kurz. Was bleibt von Ihrem Projekt? Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht beantworten. Also wir werden jetzt nicht reihenweise Bücher zusammenschreiben, weil das ist nur ein Thema, das uns beide fasziniert hat. Also ich könnte jetzt nicht mich einklinken in einem Roman über Saudi-Arabien und er sich auch nicht ein über Dägerloch. Also da trennen sich die Wege wieder. Aber es war eine schöne Sache. Also ich habe Attentat auf Sie, aber das weiß sie nicht. Irgendwann kommt. Okay, also gut. Sie haben noch eine Idee, ja. wie das weitergehen könnte. Okay, gut. Wir sind sehr gespannt. Sie hat noch nicht Nein gesagt. Nein, sie weiß auch davon nicht. Also. Wir sind sehr gespannt. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, Walewiczow, Nechenwali, für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Jetzt gleich wiederholen wir das Gespräch meines Kollegen Yves Bossart mit dem wohl bedeutendsten Schriftsteller Israels, Amos Oz.